Wir wollen mit der Veranstaltung einen Blick über den Tellerrand werfen. Wir als Ingenieure der Effizienzagentur beschäftigen uns eben vorwiegend mit den Tagesproblemen in der Produktion. Wir wollen dort mit den Unternehmen die Produktion optimieren. Und in den letzten Veranstaltungen zum EFA-Dialog war immer unser Ziel, andere Themen zu beleuchten, die in der Zukunft von Relevanz sein werden und auch auf die Wirtschaft Einfluss haben werden. Wachstum ist das bestimmende Thema für unsere Wirtschaft. Wir sind auf Wachstum ausgerichtet. Wir haben das gemerkt in der Vergangenheit, wenn kein Wachstum möglich war, krankte gleich die Wirtschaft. Aber ein unendliches Wachstum ist eben zukünftig nicht ohne weiteres möglich. Die Rohstoffe oder die Ressourcen der Erde sind beschränkt. Die anderen Märkte in Südostasien wachsen. Die Bedeutung des europäischen Marktes nimmt ab. Die Innovationen hier in Deutschland und Europa können nicht mehr so realisiert werden, weil die Wertschöpfungsketten nicht mehr in Deutschland stattfinden. Sie erstrecken sich über Europa, wenn nicht sogar global um die ganze Weltkugel. In der Vergangenheit hat die Effizienzagentur vornehmlich die Produktion effizienter gestaltet, ressourceneffizienter, sodass der Unternehmer mit weniger Ressourcenaufwand, mit weniger Abfallaufkommen die Produkte produzieren kann, weniger Hilfs- und Betriebsstoffe braucht, also auch weniger Energie und weniger CO2 produziert. Der Blick in Zukunft muss aber darüber hinausgehen. Wenn wir heute über das Thema Wachstum sprechen, so sind wir eigentlich bei den Produkten. Wir müssen eben erkennen, dass der Unternehmer alleine in der einzelbetrieblichen Betrachtung nicht das Ziel einer ressourceneffizienten Wirtschaft ist, sondern ein ressourceneffizientes Wirtschaften erstreckt sich über den ganzen Lebenszyklus des Produktes. Also von dem Entwickeln des Produktes, der Produktion, der Nutzung bei den Konsumenten bis hin zum Recycling und der Rückführung der Rohstoffe in den Wirtschaftskreislauf. Wir wollen den Unternehmer eigentlich die Möglichkeiten aufzeigen, die er durch eine umweltgerechte Produktgestaltung hat. Dieses Thema haben wir schon Mitte der 2000er Jahre aufgenommen, aber wir haben erkannt, dass die einzelbetrieblichen Betrachtungen uns nicht so zum Ziel führen, als der Blick über den ganzen Lebenszyklus. So werden wir mit der umweltgerechten Produktgestaltung beginnend unsere Dienstleistungen, unsere Angebote für neue Konzepte in der Produktgestaltung den Unternehmern weiterhin entwickeln und anbieten. Und wollen dann eigentlich als oberstes Ziel erreichen, das ressourceneffiziente Produkt, von dem sowohl die Wirtschaft als auch die Konsumenten profitieren und somit die ganze Volkswirtschaft.